Nun natürlich eine besonders spannende Zeit, denn der Gesetzesentwurf für die Impfpflicht, der wurde heute ja besprochen und auch vorgestellt. Jetzt möchten wir natürlich auch wissen, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Im Vorfeld hat es ja geheißen, die SPÖ unterstützt diesen Gesetzesentwurf sehr. Ja, klar ist, dass niemand eigentlich eine Impfpflicht wollte. Und wenn man das vor einem halben Jahr gefragt hätte, wäre die Antwort sehr eindeutig gewesen. Faktum ist aber auch, dass die Regierung den Sommer leichtsinnig verschlafen hat oder bewusst nicht genützt hat. Wenn Sie sich erinnern, die Plakate vom Herrn Kurz, dass die Pandemie besiegt ist, waren sehr, sehr unpassend. Dann ist es weitergegangen mit Nichtstun bis zu den Oberösterreich-Wahlen und dann ist die ÖVP-Krise losgebrochen, das türkise System zusammengekracht und wieder ist nichts passiert. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Sozialdemokratie waren die Einzigen, die über den Herbst gewarnt haben vor der Pandemie. Und jetzt sind wir in einer Situation, wir sind in der vierten Welle, mitten in der vierten Welle, wo es so aussieht, als ob nichts anderes mehr hilft als so eine Impfpflicht. Und wir haben uns mit dieser Erkenntnis sehr intensiv eingebracht und haben das Gesetz massiv verbessert. Sie haben es ja schon angesprochen, die vierte Welle, nun natürlich auch besonders wichtig, die Öffnungen. Da hat es ja auch den entsprechenden Gipfel am Mittwoch gegeben. Da hat es jetzt geheißen, für Wien die schrittweisen Öffnungen. Grundsätzlich kann aber jedes Bundesland das so handhaben, wie es das möchte. Wie stehen Sie dazu und sehen Sie das auch als Fleckerlteppich? Es wirkt schon so und was doch etwas merkwürdig ist, dass die Länder, die die schwierigsten Situationen haben, eigentlich am meisten aufmachen, während andere, die vorsichtig waren, zum Glück weiter vorsichtig bleiben. Natürlich heute auch ein großes Thema, da geht es um die aktuelle Regierung, die wird heute ja auch vorgestellt. Jetzt hat es auch schon einige hämische Kritiker die gemeint haben, ja, die Neuwahlen, die seien nicht so weit entfernt. Wie stehen Sie da dazu? Ich denke, jetzt ist es so, dass wir alle gemeinsam diese vierte Welle brechen müssen. Da ist die Sozialdemokratie maßgeblich dahinter und man hat das Gefühl, wir machen die Arbeit der Regierung. Aber wenn es den Menschen in Österreich hilft, tun wir das gern und tun wir das selbstverständlich. Ich glaube aber, wenn die Situation wieder normaler wird, dann wird es Zeit, dass diese Regierung beiseite tritt und den Weg freimacht, dass die Österreicherinnen und Österreicher über die Zukunft unseres Landes wieder entscheiden können. Es wäre, denke ich, Zeit und ich habe das Gefühl, da wird nichts mehr bei diesen beiden Koalitionspartnern. Noch abschließend eine Frage. Heute geht es ja auch entsprechend um den Ausschuss bezüglich der Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP-Regierungsmitglieder. Was können wir da erwarten oder was hat sich da jetzt entwickelt? Was wird da heute noch thematisiert? Es geht nicht nur um die ÖVP-Regierungsmitglieder, es geht um die ganze ÖVP. Diese Vorwürfe oder die Ermittlungen betreffen ja auch die ganze ÖVP insgesamt. Und es wird heute der Untersuchungsausschuss eingesetzt, der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und ich denke, das ist gut so. Ich habe es ehrlich satt, in einem Land zu leben, das sich von seinen Nachbarn schon schräg anschauen lässt, wegen den ganzen Dingen, die hier bei uns passieren und aufkommen.